Nee, das ist zu viel, das ist zu teuer. Normale Portion Pommes oder Döner oder Dönerbox. Lukas, heil. Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Leute, es reicht jetzt. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh. Lukas, heil. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach, nach einer Zeit hat man halt ein bestimmtes Verlangen nach Sex oder nach Selbstbefriedigung. Wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält. Lukas, scheißegal. Mein Vater war ein Trinker. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Hat denn einer von euch irgendwie ein Nacktbild von mir gemacht, oder was? Also, ich guck jetzt nach. Und dann gibt's aber echt, ja, was los? Ey, das regt mich auf. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Ich bin nämlich der liebe Don Lukas Heil. Ich finde, die Welt ist einfach sowas von verkorkst. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein, aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Warum und Mob ja hier machen? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Nee, das ist zu viel, das ist zu teuer. Ja, mach doch einfach. Nein, so viel Geld will ich nicht ausgeben. Och, Mann, hört auf zu labern. Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Hey, ich bin schwul. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Jetzt bist du ein Mann. Lukas. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Ich hab was gegen Schwule. Du bist ein guter Junge. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Wenn ich die Frauen hier besser durchficken kann, ne? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Ich habe halt einen etwas dreckigen Humor und ich lache halt gerne über so Witze mit Schwulen und dann habe ich das einfach mal selber gemacht. Und dann kommen natürlich so Kommentare, über Schwule sollte man sich nicht lustig machen und sowas. Oh. Darauf kann ich echt verzichten. Was ist los mit dir? Lukas. Hast du mich nicht rufen hören? Ja, meine erste Tat wird sein, dass ich wirklich überall Bomben verlege in euren Häusern und dann... Lukas. Wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Nein. Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Es ist wirklich ernst. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Ich bin ein guter Mafia-Boss. Da muss alles schon gut sein. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ.
Klar, jetzt sagen viele, ich bin Nazi, ist mir aber auch scheißegal, weil für mich ist 95%. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Hallo, siehst du? Genau. Also sieh zu, dass Becker es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Was? Hoffentlich stirbst du, scheiß Schwarzer. Was? Ihr seid sowas von widerlich! Oh, ne! Widert mich sowas von an, ne, oh! Ich finde das unter Kanone. Willkommen zu einem Video. Was ist los? Dass ich zum Kali Kopfnuss nur was sagen muss. Ja, ich hab genug Power. Ich hoffe, du siehst es, Kali Kopfnuss. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Dann kannst du noch so oft bei der Polizei anrufen. Ich mache jetzt hier nur ein Video und wenn du es dir nicht anschaust, hast du Pech gehabt, dann... Wenn dem Junge was passiert, rufe ich ihn, dann reiße ich dem Lukas Heil den Kopf ab. Ich bin einfach nichtsahnend einkaufen gegangen und da sprechen mich einfach zwei Deppen an, ganz unhöflich und respektlos. Machst du Squeeben? Wir werden sehen, wir werden dich kriegen, Junge. Dann ist vorbei mit dir. Wir kriegen dich. Wer scheißt dich jetzt schon in die Hose? Ich bin ziemlich, ja, wütend. Und einen Tag davor, da war nochmal so ein Fall, da ist mir wieder einer gefolgt. Und den habe ich gar nicht mehr losgekriegt. Wie gesagt, also, ja, nee. Der hat mich verfolgt wie ohne Ende, bis ich den auch einen Magenschlag gegeben habe. Also, ganz ehrlich, also da hört es bei mir auf, wie gesagt. Oh, ey. Fick dich, du verfickter Flachwichser, ey. Mann. Fick dich in deine Kniescheibe, du Penner, ey. Leute, es reicht jetzt. Ihr seid echt die Dreckschweine hoch 3. Oh, oh. Ihr widert mich sowas von an, ey. Ne, oh. Ihr seid sowas von widerlich. Oh, ey, ne. Mit diesen Worten, ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye.